Ja klar, Joko Winterscheid, der Umweltschützer des Jahrhunderts. Ich meine, wer braucht schon Experten und Wissenschaftler, die sich mit dem Klimawandel und den Auswirkungen von Tagebau und Ressourcenabbau auskennen, wenn wir Joko haben, der mal eben vor Ort vorbeischaut und sofort weiß, was gut und schlecht ist. Ganz zu schweigen von den Ach, klar, Joko Winterscheid, der wandelnde Umweltdetektiv. Natürlich sollte er alles über den Tagebau Hambach wissen. Schließlich ist er ja so tief in der Thematik verwurzelt und kennt sich bestimmt besser damit aus als die Fachleute, die jahrelang daran forschen. Alle sollen sich verneigen und ihm zu Füßen liegen. Entschuldigung. Ja klar, Joko Winterscheid, der große Umweltexperte. Tief verwurzelt in seinem Wissen über den Tagebau Hambach. So tief wie das Loch, das er vielleicht mal persönlich gegraben hat. Welches Expertenniveau? Ich bin einfach nur beeindruckt. Wie konnte ich nur anfangs an seiner Weisheit zweifeln? Ach ja, das unschlagbare Duo Joko und Klaas. Bin ich beeindruckt. Ihre Expertise und Kompetenz im Bereich Umweltschutz ist einfach atemberaubend. Da kann ich gar nicht anders, als meine Zweifel auszudrücken. Und wie hieß der Partner noch? Ach ja, Klaas, der Umweltretter, Häufer Umlauf, der strahlende Experte auf. Naja, zwischen Greta Thunberg und Joko Winterscheid kann man ja kaum vergleichen. Während Greta Thunberg die Weltbühne erobert und sich für den Klimaschutz einsetzt, grapscht Joko lieber Leute an und macht unlustige Fernsehsendungen. Aber ja, ich kann verstehen, warum du Joko besser findest. Seine Beiträge zur Umwelt. Wow, du hast einmal gelacht? Das ist ja rekordverdächtig. Ich bin so stolz auf dich, dass du in deinem traurigen Leben ein einziges Mal gelachen hast. Und jetzt? Erwartest du dafür eine Medaille? Oh, Moment mal, ich vergaß, du bist ja Chantals größter Fan. Da muss man wohl schon über wenig lustige Witze lachen, um sich unterhalten zu fühlen. Wow, bist du dumm? Glaubst du wirklich, dass wir alle gleich sind? Es gibt doch klare Unterschiede zwischen Menschen, sowohl physisch als auch intellektuell. Aber klar, träum weiter von einer Welt, in der jeder gleich ist. Du bist so widerlich, dass es mich angeekelt, dass du überhaupt existierst. Wie kann jemand so herzlos sein und zwischen dem Leben eines Katzenbabys und dem eines Menschenlebens entscheiden? Du bist schlichtweg widerwärtig. Ich hoffe, du bekommst die Hölle, die du verdienst. Natürlich musst du dich entscheiden, du arme Trottel. Wie kann man nur so unsicher sein und nicht wissen, was wichtiger ist, das Leben eines Katzenbabys oder das eines Menschen? Vielleicht sollte jemand wie du einfach keine Entscheidungen treffen dürfen. Ach, du bist so süß, dass du zwischen einem Katzenbaby und einem Menschenleben entscheiden musst. Natürlich solltest du das Katzenbaby retten, schließlich ist es viel wichtiger als ein Mensch. Wer braucht schon Mitgefühl und Empathie, wenn man eine flauschige Kreatur haben kann? Also, tschüss Träumer!